Herr Kardinal, Sie haben von der Liebe gesprochen und von der Kraft des Evangeliums. Was sagen Sie Menschen, die schon jahrzehntelang warten, also die wiederverheiratet geschieden sind, die jahrzehntelang auf den Zugang oder auf offene Türen zu den Sakramenten warten? Ja, dass Türen geöffnet wurden, aber dass es auch wichtig ist, die Lebensgeschichte nicht nur in Verbitterung anzuschauen. Ich hoffe, dass diese Menschen auch über Jahre und Jahrzehnte Seelsorge hatten, die ihnen deutlich gemacht haben, ihr gehört dazu und nicht ihr seid draußen. Das wäre meine Hoffnung. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Menschen über Jahrzehnte praktisch den Eindruck gewinnen müssen, von den Begegnungen her und von dem, was sie lesen. Wir sind sozusagen Christen zweiter Klasse. Das beunruhigt mich schon seit vielen Jahren. Und deswegen habe ich auch schon vor 20, 30 Jahren eigentlich gesagt, so kann das nicht weitergehen. Wir müssen hier Wege gehen. Und da hat der Papst Franziskus einen wirklich neuen Ton angeschlagen. Johannes Paul II. Auch schon in seiner Enzyklika damals. Aber das, was jetzt da ist, ist wirklich eine Weiterführung und Vertiefung. Nicht nur für die Frage von Wiederverheiratetengeschiedenen, sondern insgesamt, wie wir als Christen in schwierigen Situationen im Anspruch des Evangeliums leben können, mit Hoffnung. Vielleicht eine Anschlussfrage daran. Papst Franziskus hat sehr deutlich davon gesprochen, wie man mit Wiederverheiratetengeschiedenen in Zukunft umgehen soll. Gibt es in Zukunft von den Bischöfen für die Pfarreien, für die Seelsorger, für die Christen eine Unterstützung, in welcher Form auch immer, um Grenzfälle ausschließen zu können, um den Seelsorgern zu helfen, um auch den Christen vor Ort zu helfen? Auf jeden Fall sollten wir keine Angst haben. Also eine Pastorale und eine Seelsorge der Angst wäre nicht richtig. Könnte es sein, dass ich was verkehrt mache? Die Liebe macht nichts verkehrt. Aber anspruchsvoll. Liebe ist immer anspruchsvoll. Deswegen habe ich ja das Wort gewählt, der anspruchsvollen Seelsorge. Da können wir sicher überlegen, das wollen wir als Bischöfe auch tun, kann man da Kurse für die Pfarrer machen oder können wir nochmal Fortbildung machen. Aber ich erwarte normalerweise von einem Priester, dass er das als Kernkompetenz hat, Menschen zu bilden im Gewissen, ihnen zu helfen, das Evangelium zu verstehen und ihnen auch Rat zu geben. Wie das Evangelium auf die konkrete Lebenssituation des Menschen angewandt wird und unter unterschiedlichen Bedingungen auch dann zu einer Gewissensentscheidung zu kommen. Denn darauf kommt es ja an. Wir sitzen nicht auf dem Thron und lassen zu oder nicht zu, machen die Tür auf oder zu. Der Papst sagt das sehr deutlich, das ist nicht unsere Rolle. Aber es kann auch nicht sein, dass man sagt, dass der Anspruch des Evangeliums hat gar nichts zu bedeuten. Und ich denke, dass wir da vielleicht den einen oder anderen hilfreichen Text noch machen können. Aber für mich ist Amoris Laetitia eigentlich sehr klar. Und ich denke, ich hoffe, dass jeder Priester das liest und durchstudiert. Und dann weiß er eigentlich, oder auch vielleicht die Seelsorger, Seelsorgerin, Pastoralreferent. Es geht ja nicht nur um das Sakrament der Beichte. Es geht ja um Seelsorge im umfassenden Sinne, Begleitung von Familien in schwierigen Situationen, dass man dann schon sehen kann, wie man damit umgeht. Ich empfinde das Ganze wirklich als eine neue Ermutigung, Seelsorge wirklich tiefer zu verstehen, den Einzelnen mit seinem Ringen auch anzunehmen, nicht nur einfach generell irgendwie, sondern dass jeder Mensch ganz persönlich gerufen ist, als Christ dann das Evangelium zu leben. Auch wenn sein Leben vielleicht scheinbar zunächst einen Abbruch erlebt hat oder Krise erlebt hat, es gibt immer Hoffnung. Für einen Menschen, der liebt und der sich aufmacht, gibt es immer Hoffnung.